Okay, sowas habe ich auch noch nicht gesehen. Aber von mir aus. Ja, hallo Leute, mein Name ist Sozial Insorg und willkommen zu einem Sneak Peek, sozusagen, zum Dark Souls Mystery Monat, eine der Mods, die kommen wird. Ja, es ist Mickey mal wieder. Creepy. Ja, es handelt sich um niemand anderes als die legendäre Mickey Mouse Mod. Wir versuchen uns durchzuschlagen. Und sie ist eine der Mods, die über den Dark Souls Mystery Monat kommen werden. Also schauen wir rein. Hoffen, dass es gut geht. Hier gibt es auf jeden Fall verschiedenste Sachen. Und ja, die erste Story ist: Mickey hat sein Leben aller Leben gelebt. Aber heute hat er bemerkt, dass irgendwas mit ihm falsch ist. Zeig ihm die Sache ist. Okay. Das wird vermutlich ziemlich hart. Auf jeden Fall richtiger Mickey Mouse Cartoon. On a beautiful Wednesday morning, Mickey saw how his beloved Minnie was talking to a tall and graceful mouse. That quickly made her fall into his charms. And of course, his arms. Not even bothering that Mickey was there staring. Everything. Alone and afraid, waiting for his dead, he found something that maybe can help. Mod. Ich gehe am Ende des Videos noch mal ein, was euch alles erwartet. Ich konzentriere mich jetzt auf die Mod. Uiuiui, jetzt wird's heftig. Er drückt mich zurück.
der nächste Song. Fehler und ich bin tot. Ups. Holy crap. Das ist nur ein Sneak Peek. Für den Dark Souls Misty Monat. Und jetzt geht es schon ab. Noten kommen so schnell auf einmal. Boah, diese Animation ist so creepy. Die ist richtig extrem creepy. Das sind nur Sneak Peeks. Das läuft nicht wie erhofft, dabei bin ich gar nicht mehr so schlecht. Von allem, das seht ihr nicht, aber jedes Mal, wenn er irgendeine Seite wechselt, tut der Kommando oben an der Webseite das Wort ändern. Sogar wenn man Game Over geht, steht da wirklich Game Over.
Sicherheit, dass wir diesen Song auf jeden Fall schaffen müssen. Sonst werden die anderen Story-Modus nicht freigeschaltet. Problem bei mir ist, die Tasten kommen so schnell, dass ich nicht mal die Finger so schnell bewegen kann zur unteren Taste oder oberen Taste, dass ich sie nicht mal rechtzeitig drücken kann. Das ist echt ein Problem. Boah, das ist so creepy! Ja. Dieser Dark Souls-Monat wird echt creepy. Ich hoffe, ihr habt Nerven aus Stahl mitgebracht. Im Oktober geht's los. 3. Oktober bis 6. November. Wenn das zurückdringlich wäre, dann würde man es tatsächlich noch schaffen. Aber sobald Mickey durchdreht, wird's echt schwer. Tja, wenn die Sachen wieder gelockt sind, muss ich wohl übel mit einem Trick alles wieder freischalten. Was? Okay, das habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Die haben eine Continue-Funktion eingebaut? Okay, das ist komplett neu. Das ist neu. Das ist komplett neu. Das heißt, wir müssen nicht immer wieder von vorne spielen. Wir können von dem Moment wieder spielen, in dem wir draufgegangen sind. Ich mich jedoch frage, gibt es die 7? Es gibt die 7. Okay, wir können im Notfall die Songs dadurch spielen. Es gibt sogar einen Song, den man nur damit betreten kann. Also sollten wir es nicht schaffen, dann können wir es so machen. Nicht schon wieder. Okay, jetzt hat es wieder funktioniert. Wenn ich die Noten nur ein bisschen langsamer machen könnte, dann hätten wir es.
Song ist nämlich sehr schwer aufgrund der Rückdrückfunktion. Wäre die nicht, dann wäre es nicht so schlimm. Sind die Noten. Es ist das Problem mit den Noten. Ich muss irgendwie die Langsamkeit aktivieren. Was, wenn ich das sinke? Ein Versuch ist es wert. Vielleicht kommen dann die Noten ein bisschen langsamer. Wenn ich schon diese Zurückspulfunktion abschalten könnte, dann wäre es schon eine große Hilfe. Kommt mir vor, als würden sie noch schneller kommen. Ich habe sie versehentlich schneller eingestellt, glaube ich. Ich glaube, ich habe sie versehentlich schneller eingestellt. Okay, ich sing jetzt den Song Speed in der Hoffnung. Dass es damit besser wird. Ach, er hat zurückgesetzt. Es ist ein Versuch wert. Es ist ein Versuch wert. Irgendwie muss ich die Woche schaffen, sonst kriege ich die anderen Songs nicht, außer ich cheate sie mir natürlich raus. Er ist viel langsamer geworden.
Das ist sehr gut. Dafür ist es allerdings auch ein wenig schwerer geworden. Ja, ich muss mal wieder das Spiel cheaten, um überhaupt durchzukommen. Aber anders geht's halt nicht. Die Noten kommen viel zu schnell mit der Zurückdrückfunktion. Dagegen sind jetzt viel leichter geworden. Never mind. Kannst du mal bitte mit diesem Quickie Face aufhören? Weiß halt leider nicht, wie der letzte Song heißt im Bunde. Kann auch gerade nicht nachschauen. Zurückdrücken ist halt das große Problem. Wenn man die Funktion irgendwie abschalten könnte, dann wäre der Song schaffbar. Er nimmt irgendwie die Notenannahme nicht mehr an. Ich sag's sehr ungern, aber wir können den Story-Modus normal nicht spielen. Aber wir können wenigstens. Das ist das Beste, was wir können. Erstmal setzen wir alles auf normal wieder. Wir können wenigstens den Song ändern. Und einen anderen Song ausprobieren. Und zwar machen wir am besten den Song, der exklusiv nur durch den Code zu bekommen ist. Nämlich Hell Hole. Diesen Song kann man nur exklusiv durch den Code bekommen. Wird dann so geladen. Und er ist wohl der beste Song von allen in dieser Mod. Und da dreht sie doch. Oh! Yep, durchgedreht, durchgedreht. Jumpscare mal aufeinander hat.
wir werden natürlich die anderen Songs im Dark Souls Mystery Monat ausprobieren. Das ist nur der erste Part dieser Mod. Das Ganze wird in mehrere Parts aufgeteilt erscheinen. Welcher normale Mensch kann sowas spielen? Ja, das war auf jeden Fall hier an dieser Stelle der kleine Sneak Peek zu dieser Mod. Den Rest gibt es dann im Dark Souls Mystery Monat und hier wird auch noch erkläre ich nochmal, wie das ablaufen wird. Während des Oktobers, 3. Oktober bis zum 6. November wird es immer um 20 Uhr ein spezielles Event Video geben, in dem ein Dark Souls Mystery Monat Inhalt kommt. Um 18 Uhr wird standardmäßig normaler Content kommen, also wird es eine Mischung geben. Also für die, die lieber den normalen Content schauen, haben die Chance, dass um 18 Uhr die, die den speziellen Content haben wollen, können um 20 Uhr gucken. Und so wird das Event ablaufen und ich hoffe, es ist auch was für euch dabei. Mehr Infos folgen. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen, bleibt sozial, lasst na da und bye.